Okay, Leclerc, hier ist ja wieder was los. Die erste Runde ist fertig, die Karre ist schon fix und fertig. Juhu! Ja, durch die Luft überholen und sich dann eine Mauer einfangen und dann auch noch dumm rumschreien. Oh, oh jawoll, genau! Oh, das Auto fährt ohne mich weiter. Kann ich auch laufen oder so? Herzlich willkommen zurück hier zu Professors Anti-Relax Sonntag. Wir fahren durch die Stadt jetzt. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Downtown Nummer 2. So steht's auf meinem Plan. Und ich habe mir auch schon überlegt, welches Auto wir nehmen könnten. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier sind so viele Autos. Da ist er doch. CTR. Ja, ich habe diesmal ein bisschen Augenmerk auf das Fahrverhalten gelegt. Und weniger auf die anderen Daten. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe den noch nie gefahren mit euch zusammen. Geil, da links knallt es ja kräftig. Da kann ja der Stress hier beginnen. Alter, da kommt ja gar nicht von der Stelle hier. Hallo. Boah, der hat super Fahrverhalten hier. Wow, Hauptsache Fahrverhalten. Komm, Digga. Jawoll. Schön gegen die Mauern. Genau, da kann man mal richtig brüllen. Oh, die Wand kam aber schnell auf mich zu. Mach dich weg. Ich will gewinnen. Ich lass dich nicht durch. Okay, Leclerc, hier ist ja wieder was los. Die erste Runde ist fertig. Die Karre ist schon fix und fertig. Das ist jetzt für mich... Oh nein! Ich dachte, es geht links lang. Es sah ganz kurz so aus. Ich weiß auch nicht. Da habe ich irgendwas an den Augen vielleicht. Das kann natürlich sein, gell? Hey, Mala. Zirkuskutsch erwischt. Nee, aber irgendwie ist das jetzt gerade für mich wieder total komisch. Ich habe mich vorhin ein bisschen warm gefahren. Was schreit die denn so? Also ganz helle Stimmchen. Ja, weg. Mach dich weg. Also der Punkt ist, ich habe vorhin ein bisschen warm gespielt mit Lautsprechern. Und ja, hoppel mal darum. Und das hat ganz schön gekracht hier. Super. Einfach klasse. Macht nur so weiter, Freunde, ey. Da ist die Zirkuskutsche. Ach ja, ist mal wieder spannend hier. Juhu. Ja, durch die Luft überholen und sich dann eine Mauer einfangen und dann auch noch dumm rumschreien. Oh! Briefkasten! Da waren bestimmt schwere Rechnungen drin. Deswegen hat er uns zum Kentern gebracht hier. Mit unserem Schlachtkreuzer. So, jetzt biegen wir dann doch mal rechts ab und nicht links. Also dieses Auto ist für ein Also ihr wisst schon, was ich meine. Seht ihr ja. Die Kutsche ist total ätzend. Also ehrlich. Ich fahre ein Rennen gegen die Technik heute. Da steht einer. Ja, genau. Oh, Kelle. Nee, ganz ehrlich, ich frage mich, was das für ein Auto ist. Guck mal, hier fährt er 140, 150 oder was? Beschleunigung wie, keine Ahnung, ich hatte so die Idee gehabt, wir könnten dieses Auto auch... Menschenskinder. Oh, da ging es ja gar nicht lang. Ich glaube, im zweiten Rennen werden wir heute wieder den gelben nehmen. Huh? Der gelbe, der ging doch gut ab. Der war ziemlich lässig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der nochmal hieß. Der gelbe. Der fährt hier auch mit. Guck mal, einmal Berührung mit dem Bordstein hier und die Karre hebt ab. Oh, jawoll, genau. Oh, das Auto fährt ohne mich weiter. Kann ich auch laufen oder so? Ich versuche gerade zu laufen, meinen reißfesten Jeans hier. Na, dann fahren wir mal weiter, genau. Ich dachte, ich raff mich mal auf und fahre mal weiter hier. Also jetzt, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen irritierend, dass ich... Was war das?
Hört sich ganz kurz an wie ein Hubschrauber. Ja, weil irgendwie jetzt die Kopfhörer oder vielmehr die Stöpsel in den Ohren sind ein bisschen... Man muss sich dann schon wieder so ein bisschen umgewöhnen. Ja, genau da wollte ich hin. Das ist doch der Wahnsinn hier. Ja, die Kutsche ist kaputt. Ich glaube, der hat viel zu viel mitgemacht. Hört ihr das? Das sind die Radschrauben. Radschrauben. Und das sind auch die Kolmulkohlfedern. Die sind jetzt ausgeeiert, sind die. Also das ist echt das letzte Auto, ey. Nächstes Mal, wenn ich das Auto auswählen will, ja? Ich dachte, da geht's hoch. Optische Täuschung. Nächstes Mal könnt ihr mir mal sagen, ob dieses Auto... Da kann man eine Etage tiefer auch weiterfahren. Warte mal. Ja, toll. Super. Also ich habe jetzt nicht gedrückt, da bin ich selber zurückgesetzt hier. Oh. Also nächstes Mal sagt er Bescheid. Hier, Professor, nein, nimm das mal nicht, dieses Auto. Das ist nämlich für die Katze hier. Die brutale Action hier, die findet jetzt total alleine statt hier heute. Das soll mal einer... soll mal einer mal sagen? dass ich etwas nicht zu Ende bringe hier. Irgendwas stimmt mit der Lenkung nicht. Aber wir bringen die Scheißmühle schon... Ach, wir werden schon überrundet, okay. Da war ja noch Nitro drin, mein lieber Scholli. La 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 la, kannst ja mal ein bisschen Gas geben. Dann kann das ja mal was werden. Soll ich so tun? Hallo, Werner, soll ich so tun? Kerle. Oh, ich habe gewonnen, ich bin Sechster geworden. Jawohl. Hier noch schön einparken zwischen den Amerikanern. Nein, nicht wiederholen, bitte nicht. Einmal hat gereicht. Tja, gucken wir mal. Als nächstes werden wir ein Rennen starten. Und zwar, ich gucke auf meine Liste. Das ist der Raceway 2. Ich bin mal gespannt, ob wir da genauso viel Spaß haben werden. Da ist er doch, der CTR. Die Geschwindigkeit ist ja wirklich für die Katz. Der Fortune, den habe ich vorhin gefahren. Der hat mich auch irgendwie so ein bisschen gearscht. CTR Sport. Ach, das ist auch ein CTR. Nur halt sportlich, gell? Ja, genau. Erstmal den Fiesta weggerammt. Genau. Ihr seid mal meine Prellböcke heute. Oh, jawoll. Da kippt er aus den Latschen hier. Ja, nach den ersten 200 Metern das Auto scheint ein totales Wrack hier, ey. Oh, da ist der Fiesta. Oh. Hau ab, du. Scheiße, in letzter Zeit erwische ich den irgendwie immer nicht. Warum platzt meine Heckscheibe? Hier fliegt ja lauter Reklame rum. Oh, wir sind voll auf Siegeskurs. Hätten wir nur unseren Kofferraumdeckel noch. Was ist denn da drin? Ah, da muss das Nitro drin sein hier. Oh, das viele Nitro hier. Oh. Mehr du. Oh mein Gott, da war eine Tankstelle dahinter oder so. Keine Ahnung. Also für 12 Uhr kann ich euch schon mal warm. Ich dachte gerade an etwas, dass der Motor vielleicht zu warm wäre und deswegen irgendwie Probleme macht. Nein, nix warm. Also für 12 Uhr kann ich euch schon mal vorladen hier bei Professors Anti-Rig-Sonntag. Denn da werden wir heute eine ganz spezielle Streckenstruktur aufbauen. Das Prinzip kennen wir ja schon, haben wir schon kennengelernt. Aber ich hätte jetzt nicht zu viel verraten. Schaltet einfach um 12 Uhr wieder ein. Seid dabei, wenn der Professor die ganze Welt umkrempelt. Und die anderen vor lauter Stress kaum noch Bock haben, mit mir Auto zu fahren. Jo. Ui. Genau, überholt mich mal. Da habe ich auch wieder was zum Wegrammen. Die Reklame.
Der Dicke. Oh, Vorsicht. Da stand eine Mischmaschine. Da ist er ja, mein Freund. Super. Ah, ist er ja wieder, mein Freund. So schnell ist man wieder beisammen. Hey, mal da. Oh, das ist das Wichtigste. Den wegrammen, das ist das Allerwichtigste hier. Ihr Fiesta-Freunde da draußen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch fährt denn ein Fiesta? Ein sehr gutes Auto. Das hat uns damals nie im Stich gelassen. Was macht denn der hier vorne? Nee, es hat uns damals nie im Stich gelassen. Wir haben uns so ein Auto mal geliehen, damals. So ein blauer Fiesta. Schon ein bisschen länger her. Aber der war richtig knuffig. Knuffig! Oh, jawohl, durch die Luft. Das haben wir vorhin schon mal gemacht. Warum ist eigentlich die Musik aus, sag mal? Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn die Musik aus? Ich wundere mich auch schon wieder, genau wie neulich. War ja schon mal. Hab ich mich auch gewundert, warum ist denn die Musik so? Da fehlt doch irgendwas. Komisch, da ist doch gerade noch einer gewesen. So, jetzt gleich ist dieses Rennen zu Ende. Und dann können wir ja mal gucken, was mit der Musik los ist. Also ich werde auf jeden Fall... Oh mein Gott, was war denn das wieder? Die Musik ist ja da. Ach du Schande. Irgendwas stimmt mit dem Lautstärkenregler nicht. Oder ist das im Video normal jetzt? Also mit Akustik habe ich in den letzten Tagen bei den letzten paar Aufnahmen immer so ein bisschen Probleme gehabt. So, siehst du, war das zweite Rennen doch nicht ganz so erfolglos. Wir fahren mal ein... Nee. Ah, nee, komm, lass uns doch mal ein Derby fahren. Ne? Ein Derby? 9 Uhr morgens schon. Ein Derby? Ach komm, wir machen nochmal den Aldi-Parkplatz unsicher, ha? Neben dem Speedshifter. Schön Heckantrieb. Oh. Und Feuer hier. Wer kein Schutzgeld bezahlt, der kriegt hier ausgeräumt. Oh. Und ihr wisst ja, wie die Regeln sind. Je mehr Randale. Oh, shit. Je mehr wir kaputt machen. Warum dreht er sich denn also? Je mehr Randal wir machen, je mehr wir zerstören, umso besser ist unsere Platzierung am Ende. Aber ich glaube, mit Heckantrieb werden wir hier nicht viel Spaß haben. Vor allem nicht mit diesem schwerfälligen... Also der Speedshifter ist vielleicht in Rennsachen besser, aber... Jawohl! Katie Jackson! Zeit zum Aussteigen und Schieben! Da hilft auch kein Brüllen! Komm her, du. Wenn das hier also drehen würde, also. Ah, ist er ja. Mein roter Freund. Ja. Ist ja okay. Ja. Supi, das werden wir mal wiederholen. Denn das war gar nicht so schön. Einmal wiederholen einfach. Und noch einmal. Oh, die Einkaufswegen. Wir haben einen mitgenommen. Schön auf dem Dach. Wir werden einkaufen gehen. Lasst uns mal ein bisschen einkaufen gehen. Ah, schön rausgeschossen hier. Ey, echt? Die anderen treffen doch immer. Oh mein Gott. Ich wollte ja schon mal zu einer Apollo-Mission aufbrechen, aber... Aber doch nicht mit diesem Auto. Oh, da sind noch ein paar Reklameteile. Oh. Ach
die ist ja immer noch da, die Katie. Katie, Baby. Ja, jetzt ist er Schrott. In dem Moment, wo ich sage. Da putzen sie! Ja, lass mich doch mal zurück auf die Strecke, bitte. Danke. Einer ist übrig und ist noch neben uns. Da ist er. Als im Kreis, als im Kreis, jawohl! Du bist ein Hund, was ist denn los mit dir? Ey, was ist denn los? Hallo, 10 Sekunden. Hallo. Ey, das gibt's doch nicht. Eierkopf, ey. Komisch, das macht er immer wieder, gell? Der fällt immer wieder auf, dass er diese kleine Macke hat. Macht er das immer noch? So kann's gehen. Rat es ab. Okay. Wir sind Platz 2. Immerhin etwas. Bis 12 Uhr. Da gibt's eine Sondervorstellung, kann man so sagen. Bis gleich. Ciao.